Also hier haben wir die Bremse für die Lok, das ist die Bremse für den Zug. Das ist die Steuerung, hier ist die Dampfpfeife, das ist der Regler, der die Dampfmenge in den Zylinder gibt. Ja, das Schieberkastenmanometer, das ist der Druck in der Luftleitung. Hier sieht man, wie viel Luft im Hauptluftbehälter sich befindet. Druck auf dem Bremszylinder, hier sieht man die Wasserstandsgläser, wie viel Wasser im Kessel ist. Hier oben ist das Manometer für den Kesseldruck. Da drüben findet man noch die Regelung für die Dampfheizung und das ist die hier und die Speisepumpe, hier behält man den Hilfsbläser, Speisepumpe, Lichtmaschine. Ja, und das hier ist sozusagen die Hauptölquelle im Endeffekt für die sich bewegenden Teile und hier ist die Feuertür. Das ist so im Groben und Ganzen das wichtigste eigentlich.